even get some calls. Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Mods installieren könnt und das über den Firefox oder über euer Internet. Also ich benutze halt den Firefox. Da geht ihr halt auf euer Internet drauf und dann gebt ihr ein Mod-Hoster. Da geht ihr auf diese Seite hier, L17 Mods. Und ja, dann habt ihr hier sehr viele Mods, die könnt ihr euch alle runterladen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Ich nehme jetzt hier den Weihnachtsbaum, dann drücke ich hier zum Download. So, dann sehe ich halt den Baum. Da kann ich mir Bilder angucken und auch ein Video. Das steht dann immer hier. Ja, wir scrollen dann weiter runter, bis wir hier hinkommen. Dann hier auf Download drücken, dann auf Mod-Hoster High Speed Download und dann auf Datei speichern. Okay, die Seite können wir jetzt zumachen. So, der Download ist auch schon fertig. Ich mache das jetzt immer so: Ich mache meinen Browser klein und den Mod, den ich hier drin habe, den ziehe ich jetzt einfach hier drauf. So, dann schließe ich meinen. Ich mache es erstmal klein. Und dann gehe ich meine Bibliothek, dann auf Dokumente, auf My Games, dann auf Farming Simulator 2017 und dann, ja, entweder ihr geht auf Mods und schiebt den Ordner dann rein, oder das hier zumindest, oder, ja, ihr schiebt ihn einfach gleich so rein. Ich schieb den jetzt einfach so rein und ja, so, gehe ich hier auf Mods und schieb den da rein. So, Doppelklick, gucken, ob er drin ist. Davor will ich noch mal gucken, wie er hieß. Blaze, okay. Und dann, wenn ihr den dann gefunden habt, öffnet ihr euren Landwirtschaftssimulator. Ja. Ihr müsst nicht unbedingt nachgucken, ob er drin ist. Ihr könnt ihn auch einfach so starten und wenn ihr den da nicht drin findet, dann müsst ihr das Ganze nochmal machen. So, dann startet ihr euer Landwirtschaftssimulator. Ich habe das jetzt einfach mal schon gemacht, um ja, Zeit zu sparen. Und dann geht ihr auf eure Karriere, auf irgendeinen Spielstand. Ich mache jetzt mal eine 9. Und ja, okay, so, dann werdet ihr gefragt, welche Mods ihr hinzufügen wollt. Und ja, ich mache jetzt auf alle abwählen und dann alle wählen. Und dann geht ihr auf Start. Und dann müsst ihr das Spiel laden. Das dauert jetzt vielleicht noch 30 Sekunden, 40 Sekunden, ich weiß es nicht. Hab's noch nie getestet oder beziehungsweise ausprobiert, lange das geht. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen bei dem Mod oder sowas habt, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. Ich probiere euch so schnell wie möglich zu helfen. Und ja. So. Jetzt starte ich. Okay. Machen wir mal. So, 2 Millionen, das sollte wohl reichen für einen Baum. Dann gehen wir auf unseren Händler oder auf den Shop hier. Und ja, dann gehen wir weiter auf platzierbare Objekte. Weil es ist ja ein platzierbares Objekt. So, da müsste bis hinten sein bei Mods. So. Ach ja. Hier habe ich dann auch schon den Weihnachtsbaum. Also wie ihr gesehen habt, damit funktioniert. Und ich kann ihn kaufen. Wo stelle ich den hin? Ist ja egal, ich stelle ihn jetzt hier hin.
Und dann stelle ich hier einfach mal noch einen hin. So. Dann kann ich auch wieder zurückgehen. Hier aussteigen. Und. Oh. Ihr seht hier einen Weihnachtsbaum, der sich sogar dreht. So. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert mich. Ihr könnt ja auch mal bei meinem Partner vorbeigucken. Das ist der Game Display 1. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.